Und dann bitte ich die Claudia zu mir. Ja, die Sonja nehme ich mit. Genau, heute habe ich leider keinen schönen Eintritt-frei-Button auf meinem Gesicht. Letztes Mal habe ich ja den Editathon, den wir übermorgen in Graz haben, Art and Feminism. Also falls jemand noch Wochenendpläne sucht, kommt nach Graz, Feministinnen und Feministen willkommen. Wir wollen dort Artikel rund um Frauen in der Kulturlandschaft in der Wikipedia anreichern. Heute sind wir aber aus noch einem anderen Grund da. Wir haben nämlich noch mehr coole Veranstaltungen. Dieses Mal organisiert die Sonja mit mir. Und soll ich dir direkt übergeben? Du bist das Brain dahinter gerade, dann gebe ich das direkt mal weiter an dich. Ja, danke schön. Also im Auftrag von Wikimedia Österreich organisiere ich mit der Claudia gemeinsam Workshops, wie man auch die Software, die sich hinter Wikimedia und anderen Lexikas versteckt, wie man mit dieser arbeiten kann und wie man mit der erste Schritte programmieren lernen kann. Das MetaLab hat ja auch ein schönes Wiki. Und in diesem findet ihr auch schon einen Eintrag im Eventkalender für das Event, das wir jetzt pluggen wollen. Und zwar ist es am Sonntag, dem 9. April. Ja, da ist noch genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Findet ihr im MetaLab Eventkalender. Am Nachmittag, zwischen 1 und 6 am Nachmittag, gibt es eine kleine Einführung in das Thema der Open Source Software Media Wiki. Und die URL dazu weiß ich auswendig, also wo die Anmeldemaske ist und wo ihr mehr erfahren könnt, ist wikimedia.at/hackathon/workshops. Denn das Ganze ist nämlich ein Rahmenprogramm vom großen Wikimedia Hackathon, den wir eh noch öfter pluggen werden wahrscheinlich. Aber Claudia, gibst du noch kurz Info, wann der große Hackathon sein wird? Jawohl, der ist dann im Mai in der Jufa. Das ist ein größeres Konferenzhotel, aber nicht so ein Shishi, sondern so ein bisschen an der Grenze zu Youth Hostel draußen in Simmering. Unser Motto war eine Zeit lang Hacker trifft Hackler. Und zwar vom 19. bis zum 21. Mai, inklusive einer schönen Party in der Arena. Also sowohl für das Social Program kann man sich überlegen, ob man einfach mal so vorbeischaut oder das ganze Wochenende, um ein bisschen das Wikiversum näher kennenzulernen. Und noch zur Ergänzung zu was Sonja gesagt hat, es gibt auch einen speziellen Vorbereitungsworkshop nur für Frauen. Der ist einen Tag vor dem MetaLab-Event bei uns im Büro in der Stolzenthaler Gasse, also am Samstag, den 8. April. Das ist quasi Women und Transgender Only, wenn jemand Lust hat, dorthin zu kommen. Nochmal in so einem anderen Space und in ein bisschen einer anderen Atmosphäre, kann sich auch dafür anmelden, ist auf derselben Seite dann zu finden. Genau. Und aber Eintritt ist frei, obwohl es dieses Mal nicht auf meinem Gesicht ist. Eintritt ist zu all diesen Dingen, die wir gerade genannt haben, frei. Ja. Wikimedia.at/hackathon/workshops. Dankeschön.